Heute möchte ich euch mitnehmen zu unserer allerersten Vlog-Folge. Große Gummis hier, 16 cm. Ich werde nochmal an ein anderes Gewässer ausweichen. Oh. Jawollo. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hals Maul, da beißt noch was. Heute mal nicht wie gewohnt Start am Wasser, sondern ich bin gerade von der Arbeit zu Hause rein und heute möchte ich euch mitnehmen zu unserer allerersten Vlog-Folge, denn ich möchte jetzt so eine kleine Vlog-Reihe starten für die kürzeren Angeltrips, die ich immer mal ins Wasser gehe. Heute ist angesagt Spinnfischen kurz vor der Schonzeit nochmal auf Hecht. Ich habe eine kleine Box mit ein paar Ködern eingepackt, werde mich jetzt einpacken und dann geht's raus ans Wasser. Heute nochmal schönere Temperaturen. Ich hoffe, es ist kein Eis mehr auf dem Wasser. Aber das werdet ihr gleich sehen. Köder zeige ich euch auch gleich. Ich hole es mich an, ich fahre los und wir sehen uns am Wasser. Was soll ich sagen, Leute? Ich hoffe, ihr seht's. Da unten alles voller Eis. Geht mein Plan wohl nicht auf. Oder ich suche mir mal noch eine eisfreiere Stelle. Mal sehen, ob ich noch was finden kann hier. Immer wieder eisfreie Bereiche hier an den Brücken. Das hilft mir nicht viel. Hier kann ich richtig bekackt angeln. Ich glaube, ich sollte mir langsam einen Alternativplan überlegen. Oder hier vorne ist noch frei. Ja. Hier seht ihr es jetzt nochmal. Der Eisrand, der jetzt gerade hier endet. Also zum Glück die eine Stelle, an der ich jetzt hier gerade stehe, ist beangelbar. Und eine Stelle dort weiter vorne an der Brücke. Ich denke mal, genau das werde ich ausnutzen und hier mal meine Köder werfen und danach vielleicht mal das Gewässer wechseln. Ich hatte echt damit gerechnet, dass das Eis komplett weg ist. Schade. Köder montieren und los. Hier seht ihr mal, worauf ich heute setze. Große Gummis hier, 16 cm, Shallow Rig, wenig Blei, Hart Mono Vorfach hier. Das reicht für diesen Graben komplett aus. Ungefähr einen Meter tief, vielleicht ein bisschen mehr. Natürliches Design jetzt hier und ich will ja auch große Hechte fangen, deshalb hier größerer Kauli. Hier hinten schon ein bisschen zernagt, hier schon die Hechtzähne von letzten Bissen drauf. Let's start! Schön viel Dreck oben drauf hier heute an Krautzeugs. Nicht geil. Langsames Durchleiern. Ich mache jetzt mal hier noch diesen einen Wurf und dann gehe ich an die andere Stelle. Danach wechseln wir das Gewässer. Hier sieht das doch schon besser aus. Ah, Weihnachtsbaum, idealer Spot. Ah, die Leute ihren Scheiß hier überall entsorgen. Ihr könnt kotzen. Hier muss doch irgendwo ein Hecht stehen. Noch immer der Weihnachtsbaum. Come on, steht doch safe einer. Ich werde weiterziehen, ein Gewässer weiter. Hier dieser kleine Spot nur, das bringt keinen Fisch. Ich habe ein paar Würfe gemacht. Ich werde nochmal an ein anderes Gewässer ausweichen und vielleicht klappt es da, denn das ist auf jeden Fall eisfrei. Da bin ich vorhin dran vorbeigefahren. Let's change. Wie versprochen, anderes Gewässer. Jetzt hier fließender Abschnitt und sehr trübes Wasser, wie ihr seht. Deshalb bin ich jetzt hier nochmal geswitcht auf den relleren Köder. Juhu. So, hier fische ich jetzt eher die Kantenbereiche ab, weil hier eine Steinpackung ist. Es treibt hier ein Glas vorbei. Ob das eine Flaschenpost ist? Ganz schöne Böen am Start hier. Holy. Da seht ihr nochmal einen Nachteil von dem Shallow Rig, denn das sammelt alles mögliche Zeug unter sich auf. Also auch bei Geäst muss man echt aufpassen, wenn man sowas im Gewässer hat. Ist mal schnell mal drin mit zwei Drillingen. Oh! Jawollo! Nice! Live-Biss! Wer bist du denn? Eieiei! Da hat sich aber jemand übernommen, Leute. Aber süß! Eieieiei. So einen kleinen Fisch habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Da seht ihr den kleinen Mal, Leute. Der darf auch schnell wieder schwimmen. Der hat vielleicht 40, hat sich ein 15er Gummi reingebalgt. Krass. Na dann, werd größer, mein Freund. Tja, ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall der kleinste Hecht, der hier drin ist. Genau den kriege ich. Aber, Leute, es hat geklappt. Ich habe mich entschneidert.
Eieieiei. Hier trinkt doch der glatte Weihnachtsmann. Was ist hier los? Ich habe ihn gerettet, auch wenn er seinen Job dieses Jahr schon getan hat. Letztes Jahr. Ho, 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 Kinder. Der Arme. Da wird sich doch ein Kind mega ärgern, dass er abhanden gekommen ist. Ich mache an dieser Stelle auf jeden Fall Schluss. Es wird mir jetzt hier echt zu dunkel. Außerdem ist mir echt arschkalt hier irgendwie. War es doch mehr Wind und wir sind jetzt echt die Pfoten ganz schön abgefroren. Ich mache mich wieder heim. Mal sehen, ob ich in dieser Folge nochmal morgen ans Wasser komme. Immerhin war die erste Folge schon mal von Erfolg gekrönt. Auch wenn ich an der Größe gern noch was gemacht hätte, aber keiner hätte geahnt, dass auf so ein 15 cm Gummi so ein 40er Hecht drauf schießt. Leute, reingehauen. Wir sehen uns. Tag 2 am Wasser. Es ist genauso windig wie gestern. Ich habe ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, denn ich bin früher von Arbeit gekommen. Ich werde gleich mal meine Köder montieren und dann zeige ich euch mal, was heute mein Plan ist, denn ich habe ein bisschen geswitcht, aber Zielfisch immer noch Hecht. Bleibt dran und ich zeige euch gleich, was ich fische. Diesmal ganz klassisch Jigkopf, 15 cm Gummifisch. Kurzer Haken und noch ein Stinger. Bei der trüben Suppe bleibe ich weiterhin bei einer knalligen Farbe. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt mal nicht bringt. Auch dabei bleibe ich wieder bei langsamem Einkurbeln, nachdem ich den Fisch vorher auf den Grund sacken lasse. Komplett durch. Baller immer so ein bisschen bis Flussmitte raus und dann langsam einkurbeln. Mal sehen, ob heute bei den wärmeren Temperaturen die Hechte vielleicht ein bisschen aktiver sind. Ich hoffe, dass es nicht nur bei der Piepe von gestern bleibt. Der Wind macht es nicht einfach. Das Vorgehen ist an den Stellen jetzt hier übrigens immer gleich. Ich versuche mal die Stelle mit 5-6 Würfen abzufächern. Mehr lohnt meiner Meinung nach an so einer Stelle auch nicht. Außerdem ist das Gewässer riesengroß. Gut, ich habe auch genug Zeit mitgebracht. Ich will auf jeden Fall noch ordentlich Strecke machen und hoffentlich Fische finden. Schon ein geiles Dekor hier auf jeden Fall. Hashtag Lieblingsfarbe. So eine richtig geile, winzig kleine Sonnenlücke. Der Hammer. Petrus meint's gut mit mir. Und da ist sie auch schon wieder weg. Also bisher läuft das ja schon eher zäh. Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hallo. Kannst du damit noch was anfangen? Nicht wirklich, der sieht schon ein bisschen benutzt aus, aber ich kann ihn auf jeden Fall entsorgen. Ja, danke. Ihr seht es vielleicht gerade hier, aus diesem kleinen Flüsschen kommt hier einfach gerade mal ein ganzer Baum angetrieben. Also es ist echt krass, was hier jetzt alles an abgestorbenem Kraut, Laub und Bäumen ich jetzt direkt in der Schnur habe. Deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde mal dort hinten hochwandern. Ich habe noch eine Stunde etwa Zeit, bis die Sonne untergeht und deshalb dort hinten das Ufer auf der anderen Uferseite dann mal. Muss ich jetzt hier ein bisschen über die Brücken, also wir sehen uns gleich, wenn ich dort hinten bin. Ich bin jetzt auf der anderen Seite angelangt und werde jetzt hier noch mal ein bisschen Strecke machen. Ich habe mein Bike oben an der Brücke angeschlossen. Bin die Daumen, dass noch was kommt nach anderthalb Stunden. Ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Okay, ich will jetzt noch mal den Köder wechseln. Zum einen sind mir die 10 Gramm jetzt zu viel. Ich habe noch 8 Gramm dabei und ich möchte eine natürlichere Farbe fischen. Ebenfalls 15 cm. Tja, leider nichts gebracht, die supergeile Farbe. Aber vielleicht bringt das natürliche Dekor in dem klareren Wasser jetzt Punkte. Aua, scharfer Drilling, schon mal sehr gut. Und ihr seht's, viel habe ich nicht dabei an Auswahl. Gleich mal eine Sekunde länger Absinkphase. Das ist doch praktisch. So, jetzt 8 statt 10 Gramm. Jawohl. Leute, da ist er. Juhu. Und was haben wir? Ein kleiner Hecht. Oh, aber auch wieder ein sehr, sehr kleiner. Naja. Ich dachte schon, das geht als Schneidertag zu Ende. Nee, komm. Bleib hier, mein Freund. Komm her. Ja, das ging schnell mit dem Lösen. Naja, immerhin schon mal größer als der von gestern war. Ich bin zufrieden. Und der Kleine ist auch voll mit Igeln. Herrlich. Es hat funktioniert. Jetzt hier noch in der letzten halben Stunde. Ich würde sagen, der Kleine darf sofort wieder schwimmen. Er hat dort am Kopf eine komische Verletzung. Vielleicht seht ihr es. Vielleicht mal was von einem Kormoran oder von einer Schiffsschraube abbekommen. Werd größer, mein Freund. Du darfst in die Freiheit zurück. Ja Leute, mit diesem Fisch ist auch die erste Vlog-Folge schon wieder vorbei. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass bei den GoPro-Aufnahmen ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ton habe. Ich arbeite da einfach mit dem normalen Mikro an der GoPro dran. Eventuell hat ja jemand von euch einen kleinen Tipp, was ich als externes Mikro verwenden kann. Gerne mal in die Kommentare oder uns einfach privat schreiben, denn ich möchte diese GoPro natürlich auch weiter nutzen und auch da einen schönen Sound rausbekommen. Ihr könnt ja generell auch mal eure Meinung zu diesem Vlog und was ihr davon haltet, wenn ich solche Videos jetzt weitermache, in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch Anregungen, was jetzt bestimmte Angelarten angeht. Jetzt demnächst geht ja die Schonzeit los. Das heißt, ich muss da ein bisschen improvisieren. Da wird es jetzt nicht mehr auf Raubfisch gehen, beziehungsweise vielleicht dann nochmal Dropshot auf Barsch oder
oder irgendwas auf Friedfisch, wenn euch da irgendwas einfällt, was ich gerne mal machen soll. Ich bin da auch sehr für jedwede Anregung offen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video von Hals, Maul, da beißt noch was. Vielleicht ein Vlog, vielleicht ein normales Video. Geht raus, Leute, fangt Fische. Auch in der Schonzeit kann man schön auf Friedfische angeln. Schnappt sie euch. Wir sehen uns. Ciao.